Die Regierung in Kiew nennt die Auseinandersetzung in der Ukraine, in der Ostukraine, ja Antiterrorkampf und nicht Krieg. Mich würde interessieren, was es für die Bundesregierung ist. Also zu diesem ganzen Themenkomplex Ostukraine haben wir hier mehrfach Stellung genommen. Für uns ist es so, dass wir uns auf verschiedensten Ebenen dafür einsetzen, dass es zu einer Beruhigung der Lage in der Ostukraine kommt. Dieser Konflikt schwelt für uns aus unserer Meinung schon viel zu lange. Wir sind einer der Akteure im Rahmen des Normandie-Formats, um mit Russland und der Ukraine in Gesprächen zu kommen, wie wir in der Ostukraine zu einer Entschärfung der Lage kommen. Wie Sie, Herr Jung, wissen, ist es in den letzten Tagen zu einer verschärften Situation gekommen. Der Minister hat von einer explosiven Lage gesprochen. Ich würde die Lage zusätzlich als nicht nur explosiv, sondern wenn wir es nicht schaffen, wenn beide Seiten es nicht schaffen, die Lage zu entschärfen, gibt es das Risiko, dass wir in eine militärische Eskalationsspirale kommen, die wir schon kannten und die wir verhindern müssen. Und da sind beide Seiten gefragt, damit wir nicht zu einer Verschärfung dieser Lage kommen. Ich habe eine Nachfrage. Frau Schäuble, können Sie bitte die Frage beantworten? Die Frage war, herrscht in der Ostukraine ein Antiterrorkampf oder ein Krieg? Ich möchte mich weder der einen noch der anderen Beschreibung anschließen. Ich habe die Lage beschrieben, wie wir sie sehen. Es ist in der Ostukraine herrscht eine brandgefährliche Lage. In der Ostukraine ist schon sehr viel Leid und es kam zu sehr vielen Toten in den vergangenen Jahren. Und in der Ostukraine muss es aus unserer Sicht zu einer Entschärfung der Lage kommen. Und wenn wir und dazu gibt es am Montag, wie Frau Wirz gesagt hat, ein Gespräch, wo genau dieses Thema auf der Tagesordnung steht. Ich habe noch eine Verständnisfrage, Frau Wirz, Frau Schäuble. Will die Bundesregierung jetzt nicht von Krieg sprechen, weil es kein Krieg ist? Oder ist es ein Krieg, aber Sie wollen nicht davon sprechen? Herr Jung, ich glaube, Frau Schäuble hat es ja gerade schon ausgeführt. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt über Begriffe zu diskutieren. Nee, es geht ums Völkerrecht. Darf ich kurz ausreden? Ja. Dankeschön. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, hier über Begriffe zu philosophieren oder zu diskutieren, sondern ich denke, wir haben die Situation mit klaren Worten beschrieben, so wie die Bundesregierung die Situation in der Ostukraine derzeit bewertet. Und das muss Ihnen jetzt als Bewertung von uns genügen. Frau Schäuble, sind das keine... Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich weiß, dass Sie gerne mit Ihren Völkerrechtsfragen kommen, aber hier passt das nicht. Und alles, was wir zur Ukraine zu sagen haben, haben wir je getan und das machen wir fast wöchentlich in dieser Runde und jenseits dieser Runde. Und ich glaube, ich habe dem deshalb nichts hinzuzufügen. Das Völkerrecht spielt in der Ukraine keine Rolle. Das Völkerrecht spielt natürlich in zwischenstaatlichen Beziehungen immer eine Rolle, aber es ist irrelevant für die von Ihnen gestellte Frage jetzt. Also ob Krieg oder nicht Krieg, dazu haben wir jetzt, hat Frau Wirz und habe ich, glaube ich, die Ausführungen gemacht. Und wir hoffen, dass sie Ihnen erstmal genügt.